Watch out for the trees. Was für Trees? Was denn für Trees, Alter? Hier sind überall Trees. Der sieht gefährlich aus. Scheiße! Scheiße! Wo kommst du her? Wo kommst du her? Alter! Alter, da hinten ist eine Lampe. In die Hocke gehen, ausruhen, nicht wissen, wo man hin soll. Alter, hängen dann jetzt überall Leichen. Oh, Tannebaum, oh, Tannebaum. Alter. Ist das... Nee, das ist eine andere Tür. Alter! Lass doch den Scheiß, du blöde Kuh! Jetzt lass mich da durch! Wieso hängst du hier so scheiße? Was hat die überhaupt für einen Schmiermund? So einen kleinen Erdbeermarmeladen-Schmiermund. Hat mich schon wieder heimlich am Glas genascht. Ich komm da nicht durch. Die lässt mich nicht durch. Alter, so eine Kacke. Wo soll ich denn jetzt noch lang? Hat ja schon so ein bisschen was Komödiantisches irgendwie. Ach, hier müsste der Weg ja eigentlich sauber sein. Aber wo müssen wir hin? Ich renne einfach mal in alle Richtungen. Ach, hier ist ja auch ein Tonband. Wieso habe ich das nicht gesehen? Wie konnte denn das passieren? Okay, ich speichere einfach mal, auch wenn wir ein bisschen was verloren haben, aber egal. Jetzt ist die Frage natürlich nur, wo können wir hin? Ach so, ich muss erstmal natürlich verschnaufen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Vor allem, wer hängt denn die ganzen Leute hier? Die können doch nicht zum Spaß da rumhängen. So, ach so, erst ja voll. Dann speichere ich nochmal ganz kurz. Deep Forest sind wir jetzt. Und ich frage mich, kommen wir so durch nach Kirkville oder wo auch immer der junge Mann hin wollte? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Mal wieder. Ach, da kommen wir nicht durch. Na gut, hier waren wir schon. Hier haben wir schon alle Bäume aktiviert. Die hängen ja schon lustig in der Gegend rum. Ja, ja, ist ja gut. Okay, hier hängt auch schon eine. Lag da was? Nee. Nur meine Hoffnung, dass wir weiterkommen. Jetzt lass mich doch mal durch. Die hängen immer so scheiße. Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Da kommen wir auch nicht weiter. Alter, wenn das weiter so geht, brauche ich bald einen Schnaps oder eine Spritze. Die werden langsam lästig. Pass mal auf, ich benutze jetzt mal eine Spritze. Aber auch nur, weil ich weiter, weil ich gucken will, wo wir weiterkommen. So, da hängt die alte in der Tür. Vielleicht kommen wir hier irgendwo an der Wand lang. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Tür.
Es gibt eine zweite Tür. Leckt mich am Arsch. Hätten wir uns die Spritze sparen können? Egal, ich gehe trotzdem durch. Da müssen wir jetzt nicht nochmal alles neu machen. Da hinten ist eine Lampe. Ich frage mich halt, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Warum? Alter! Diese elektrischen Türen machen mich fertig! Was? Alter, niemand, der bei klarem Verstand ist, springt da rein. Außer ich. Ich habe Bedenken. Ich will meine Knarren zurück. Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit auf der Wand, dass das hier der Fußboden ist und wir krauchen hier die ganze Zeit auf der Wand rum. Und ich glaube, genau so ist es auch. Was? Was? Hey! Ich warte extra nochmal ab, ganz kurz. Moment. Was? Willst du mich verarschen? Was? Schlag mir nicht die Tür vor der Nase auf. Aua. Schräger Scheiß. Ach, das ist das gleiche, das ist der gleiche Gang wie eben gerade, nur andersrum. Na komm. Jetzt will ich mal in die Tür reingucken. Oh. Schnauze! Alter! Die Breakdancer. Zeig dich mal. Ein junger, aufstrebender B-Boyer. Ach du Scheiße. Boah, der Schrei eben. Mark und Bein. Wir spielen knapp eine Stunde. Cry of Fear wird bald abschmieren. Oh, bitte ein Tonband. Da oben ist Licht. Ich trau dem nicht. Licht? Hoffnung? Zuhause? Sonnenschein? Sommer? Frühlingstag? Regen! Leck mich doch! Du Arschloch! Aber Zivilisation oder das, was von ihr übrig ist. Alter, wieso liegt denn ja kein Tonband unter der Lampe? Was sind das für Sitten? Ich würde den Stock am liebsten wegstecken, weil ich würde gerne die Gegend ohne Stock in der Fresse sehen. Aber dass das völlig unmöglich ist, das wissen wir natürlich beide. Du und ich, ne?
der Doktor. Was führt er nur im Schilde, verdammt? Bevor ich da reingehe, gucke ich natürlich da hinten nochmal, wo wir wieder nicht weiterkommen. Ach schade, ich dachte, hier ist irgendwas Geheimes. Keine Spritze, kein Tonband. Auf Autos springen mache ich nicht mehr. Da hatte ich mal so einen Zwischenfall mit einem Polizeiauto. Boah, Alter. Okay, da komme ich auch nicht durch. Es muss doch irgendwo ein Tonband geben. Oder vielleicht gibt es hier doch wirklich noch Spritzen oder irgendwas. Aber wir kommen nicht vom Weg abweichen, geht leider gar nicht. Und ich fürchte fast, ich warte jetzt nochmal auf einen Blitzschlag, um das Gebäude zu sehen. Ich fürchte fast, wir kehren jetzt zurück ins Sanatorium. So sieht's ja zumindest aus, wie eine Irrenanstalt außerhalb der Stadt. Blitzschlag, ich warte auf einen Blitzschlag. Na toll. Oh weia. Immer noch kein Tonband? Hier läuft doch was falsch. Ich suche natürlich erstmal wie ein räudiger Hund die Ecken ab. Offene Fenster. Hört ihr die Schreie im Hintergrund? Ist irgendwie müßig zu sagen, dass ich da nicht rein will, oder? Alter, das ist eine psychiatrische Heilanstalt und die haben, also vermute ich mal, und die haben keine Spritzen hier draußen. Ein lausig geführtes Unternehmen. Möllenberg Mental Hospital, sage ich doch. Und es sieht gut aus, wie ein Tonbandgerät. Es sieht auf jeden Fall super aus hier. Das ist genau der Ort. Also wenn ich schon gerade im dunklen Wald war, wo ich Frauen umgebracht habe, dann würde ich natürlich auch in das stillgelegte Mental Hospital gehen. Wo Schreie rauskommen. 2009, yeah. Cooles Graffiti übrigens. Da waren noch Schritte. Das war ein Blitz draußen. Alter, wir haben nur diesen scheiß Knüppel. Was steht da? Fuck the was? Fuck the museum. Sieht aus wie eine Schulklasse. Ich will hier nicht durch. Dart, cool. Aha. Alter, ich will keine Sekunde hier drin sein. DFC. Dogfeed Collector. Wieso lese ich eigentlich Graffitis? Ich glaube, weil ich mich davor drücken will, hier möglichst viel rumzulaufen. Alter, wieso liegt hier denn nichts Hilfreiches? Knarren zum Beispiel. Handgranaten. Ach, hier das Damenklo zum Festhaken. Ja, ja. Was steht da? Röckning für Buden. Hm. Nee, ich wollte auch gar nicht röcknen. Ich habe ja gerade ganz andere Probleme. Time for Röcken and Roll. Was steht da? Borwen Wixen Harmony. Bone Saxon Harmony. Cool. Dass die noch jemand kennt.
Open the gate blocking the staircase. Wir sollen also das Gitter öffnen. Hier ist doch das Staircase offen. Und wir brauchen wahrscheinlich Elektrizität.